Far Cry 5. Ja, erstmal vielen Dank für die lieben Kommentare und Bewertungen. Und wir sind auch direkt in einer, ja, sag ich mal, Schießerei gelandet. Aua! Ja, kommt her. Ich habe diesmal einen Bären auf meiner Seite. Na? Okay, doch. Mal außen rum. Auch nehmen wir mal eine schöne Granate. Und da. Und da. Viel Spaß. Wollt schon sagen. Und wir haben jetzt Jacob Seed frei. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Aber vorher will ich noch etwas plündern. Ach Gott. Der Drogenschlaf setzt wieder ein. Ach nö. Was? Warte, ich komme. Ich helfe dir vorher noch. Nein! Och Mann. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist voller Drogen, Koks und Marihuana, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und gute Nacht. Ja, sehr schön. Da gehen wir mal dem Bruder den Arsch aufreißen, würde ich mal sagen. Oder was meint ihr? Wachen wir wieder in der Zelle auf oder? Ja, sieht ganz so aus. Ach, komm ich nicht ran. Verdammt. Au! Keine Sorge, du kommst noch früh genug hier raus. Ja, mit deinem Schädel. Hast du gedacht, du wärst frei? Ja. Naja, dein kleiner Freund. Der hat so viel durchgemacht für gar nichts. Das ist okay. Ich sagte doch, du bist nicht der Held hier. Du bist das Werkzeug. Jetzt kennst du deine Bestimmung. Du kanntest sie von Anfang an. Ach nö. Oh Mann. Nicht schon wieder. Ja, only you. Only you. Und wieder geht's los hier. Ach Gott. Irgendwie wird's langsam eintönig, Kollege. Uzi. Hat der Only you hier gerade einen Hänger? Mein Gott, verdammte Scheiße. Schieß doch. Oh. Glaubst du, das hilft dir? Anscheinend. Achte auf deine Zeit. Ja, ja, ja. Papa Schlumpf. Gut. Dünn die Herde aus. Ja, wo lang? Scheiße. Ah, da. Ja, stimmt. Fuck! Ich hab völlig den Weg verpeilt. Kann ja mal passieren. Nö. Und nochmal, weil es so schön war. Gute Nacht. Gute Nacht. Gut gemacht. Ja, ne? Finde ich auch. Ja, ihr mich auch. So, die Pumpgun. Es ging ja hier lang. Hi. Und gute Nacht. Gute Nacht. So. Ja, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Aua, 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 aua. Haben noch 20 Sekunden, das regst du dich. Was? Ja, unter Keulen kann man noch was anderes verstehen, Kollege. Und hopp. Was das jetzt wieder geben wird, das ist die andere Frage. Ja, nehmen wir mal die hier.
Jung, mach mich nicht kirre. Komm doch mal vorbei. Dann schieß ich dir mal zwischen die Augen. Oh, das war ein kleiner Sackschuss. Tut mir... Aua! Ja, hör mal. Kommen wir hier langsam vor wie auf den Schießstand. Oh! Ups! Ich glaube, das war der aus dem Bunker, oder? Hoppla! Mein Fehler. Was? Okay, ich warte. Du wartest auf mich. Schön. Nein! 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 Scheiße, was hast du getan? Du hast ihn umgebracht! Warte! Du verdammtes Stück Scheiße! Witty! Er hat dir vertraut! Witty! Ich hab dir vertraut! Warte! Witty! Das war Jacob! Nein! Ja, ich war unter Drogen! Das war Jacob! Das hatten wir schon mal! Ronnie! Parker! So macht er das doch! Und wir haben ihn reingelassen. Ich kann nichts dafür. Du findest diesen Drecksack. Du findest Jacob. Ja, werde ich. Und du tötest ihn. Mach ich. Oder wenn ich dich das nächste Mal sehe. Gott helfe mir. Töte ich dich selbst. Ja, wo finden wir Jacob? Wo finden wir ihn? Er war beim Bund. Das haben wir jetzt mittlerweile, oder bei der, keine Ahnung, er war bei der Essen, Armee, Fuzzi, keine Ahnung was. Ich nehme mal an, es wird so spannend. Was zum Teufel? Was zum... Aber du bist ein Soldat. Zerstör die Wolfsköder? Ach du Scheiße. Flicken! Aua! Okay, so gehe ich schon mal kaputt. So. Wie viel von den Scheißködern gibt's denn hier? Sechs Stück. Oh. Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast deinen Zweck erfüllt. Ja. Komm mal dumm hier vor die Flinte, Junge. Sehe ich das Ding von hier aus? Nein. Hallo. Ein falscher Waffe. Du bist Fleisch. War das nicht?
Halt doch, mein Gott, ich will doch nur die Waffe wechseln. Das will ich schon mal ansprechender als die Schwester. Die Wölfe sind überall. Hallo? Geh kaputt. Hier. Aua, das war scheiße. Du schaffst das hier raus. Was das? Erledigst du weiter Botengänge für einen Teenager und deine Hausfrau? Nein, dann erledige ich dich, reiß deinen Schädel ab und benutze ihn noch als Dixie. Okay. Du bist zäher als ich dachte. Aber mich zu töten. Ja, ne? Nichts ändert. Glaubst du, der Tod macht mir etwas aus? Er ist meine Bestimmung. Wer weiß. Ich gebe mein Leben für Joseph. Und das mit Freude. Ich verstehe meine Rolle. Ich bin sein Opfer. So einfach ist das. Da hinten. Wir wissen, was mit den Schwachen geschieht. Ach, Flicken, warum wechselt er immer die Waffe? Hier, spielt damit. Bin ich auch mal Medikit? Aua, was zum... Scheiß Wölfe. Ah, so. Nehmen. Ein Held sein wollen. So. Ein Ding noch. Und hopp. Und hopp. Und wie viele noch? Ne, zwei. Hallo. Wir stehen auf der Schwelle. Ja, Schwelle. Da muss man ja richtig aufpassen, ne? Kann ich das von hier aus sehen? Damit das von hier aus schaut. Nein, sehen wir natürlich nicht. War ja klar. Nicht kämpfen. Geh doch in die Luft, du Scheißding! Du hast deinen Zweck erfüllt. Hilfe, aua, 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 heiß, 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 heiß. Mach die Scheiße aus. Ah, ich vergesse immer so dicht daran zu stehen. Kacke. Ja, da unten. Nochmal. Ah, das könnte ich von hier aus treffen, oder? So. Jawoll. Alter. Ist das aufregend. Auf jeden Fall schon mal ein schönerer Kampf als gegen die Schwester. Und die Schwester war ja eher... Naja. So, und nu? Töte. Alter. Runter von mir, du scheiß Wolf. Alter, Alter, ich will nicht die Fäuste, ich will das mein MG. Hallo. Ruhe. Jacob, ich komme. Alter. Alter Vater. Also mit Vorbashen ist da nichts. Also ich glaube, hier muss ich doch schon... Ja, wir nehmen mal die Snipe. Würde ich mal sagen. Und kämpfen uns langsam den Weg vor. Weil das ist ja echt mies.
Auf jeden Fall freue ich mich schon mal, es ist ein besserer Kampf als gegen die Schwester, weil die Schwester war ja, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, meh. Okay. Da kommen die ersten angeschissen. Alter, hau ab. Hallo? So. Jetzt kümmere ich mich um euch. Oh, hi. So. Zack. Du mich auch. Na toll, jetzt fackelt die wieder alles. Und da haben wir einen Wolf. Hatten wir einen Wolf? Der Pisser ist garantiert doch. Ja, war klar. Habe ich den nicht erwischt? Komm her. Ja, verdammt. Oh, zack. Oh, läuft doch schon mal wesentlich besser. Jacob. JJ. Jacob C. Oh. Da war noch ein Bautzen. Na? Ich höre wieder welche. Da oben. Mal nachladen eben schnell. Lade nach. Jacob. JJ. Mr. Seed. Ah. Nein, habe ich nicht mehr, habe ich nicht mehr. Aha. Nun kommt schon. Aua. Zack. Einer ist da noch. Toll, war nämlich sehr schlau, alles von mir hier anzuzünden. Gut gemacht, Dragon. Ach, fuck. Ey! Erschreck mich doch nicht so, du Scheißköter! War ein bisschen Wolfshaut nebenbei mitnehmen. Au. 10 Schuss.
nichts mehr mit Schuss. Ich habe gar keine Muni mehr drin. Fuck. Aua, Mann. Scheiß Wölfe, ihr nervt. Wie viel von den Kötern hat der? Alter! Hi! Hier kommst du nicht hoch. Jacob, ich bin gleich bei dir. Und dann reiße ich dir dermaßen dein Poppes auf. Du liebst die Jagd. Und ich liebe es, dir gleich den Kopf abzureißen. Kletterhaken? Alternative? Ja, danke. Freeclimb Action. Oh! Eine Bergmieze. Was das? Ob du jetzt oder später stirbst, liegt an dir. Was das? Ja, scheint so. Wir haben Jacob Seed. Ich weiß nicht, ob er mit Gott spricht. Das ist nicht von Belang. Er hatte recht. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise. Es ist nicht von Belang, dass jemand so lange zum Sterben braucht. Oder erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon, Rom, Imperien steigen auf, Imperien fallen, Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Zweiter Weltkrieg, Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt, aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt, ganz pünktlich. Wie bestellt und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Was? Du hattest das? Keine Ahnung. Gute Nacht, du Arsch. Only you. Ja. Jacobs Gewehr. Nicer Shit. Da ist auch mein Bär wieder, weil ich habe ja ein bisschen... Kriegsopfer, Story-Mission, na Logo. Aber er ist in einer schönen Haltung gestorben und mit dieser schönen Haltung und mit meinem Bären-Hintergrund verabschiede ich mich
und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.